Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Train Fever. Ja, wir befinden uns immer noch hier in Wanzer. Und in der letzten Folge haben wir festgestellt, dass das, was wir geplant haben, nicht geht. Und deswegen wollen wir jetzt hier einen etwas anderen Bahnübergang bauen. Aber dafür haben wir nicht genug Geld. Das heißt, wir müssen erstmal warten, bis wir knapp 2 Millionen zusammen haben. Wir brauchen doch so viel, leider. Ich hätte mir gewünscht, es ginge anders. Tut es aber leider nicht. So. So, die müssten dann doch jetzt bald ausgetauscht werden. Habe ich das auf Ja gestellt? Guck mal. Ja. 630.000 abzüglich aller Anderkosten. 1 Million. Ja. Okay, die Linien machen schon ihre Stangen Kohle. Die Linie bis Neuzelle zu erweitern war eine gute Idee. Und das, was wir hier hatten, aber wisst ihr, was wir hier erst nochmal machen? Und zwar hatte ich gerade eine Idee, wo ich das hier gesehen habe. Und zwar machen wir hier jetzt erstmal eine Abbiege. Und dann machen wir hier das hin. Dann haben wir nämlich gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und zwar haben wir hier unsere zweispurige Sache. Und wir können hier auch noch eine zweispurige Sache rauszaubern. Es könnte ganz interessant werden, weil dann können wir die Linie hier nochmal nach Schwalmstadt und über Zwiefalten erweitern. Aber bevor wir das machen, wollen wir uns natürlich wirklich erstmal um Wanzig kümmern. Das war jetzt nur so eine kleine Vorbereitung, nicht dass ich die Idee vergesse. Das passiert mir ja ab und zu mal, dass ich Sachen vergesse. Wem passiert das nicht ab und zu mal? So. Gut, was machen wir jetzt? Wir kümmern uns jetzt hier mal um die Stadt. Oder wir gucken uns das mal an. Molau. 59% Passagierauslastung, Linienbenutzung meine ich natürlich. Ja. Okay, wir haben jetzt 1,75 Millionen. Jetzt gucken wir doch mal. Okay, 719.000 brauchen wir noch. Dafür machen wir aber einfach mal wieder unsere Streckensperrung. Oder Bauplatzsperrung, so wie wir es auch nennen. Ja. Gut. So. 132.000. Ne, wir brauchen 700.000, hatten wir gesagt, ne? Genau.
So. Aber was wir schon mal machen können, ist, wir können die Gleise hier schon mal abreißen. Und das Terrain ein bisschen anpassen. Ja. Das können wir tatsächlich schon mal machen. Oh nee. Blödes Spiel. So. Jetzt aber. Gut. Jetzt haben wir zumindest unsere Streckensperrung. So. So wie ich das Spiel kenne, müssen wahrscheinlich dann sogar noch die hier verschwinden. Und jetzt legen wir auch nochmal ein Gleis zwischen. So. Hier kann man noch eine Straße hinbauen. Das geht in Ordnung. Zwölfeinhalbtausend brauchen wir. Die haben wir doch. 309. Oh. Komm schon. Lass bald bitte einen Zug eintreffen. Geschäftsgebäude. So. 441.000. Gut, jetzt bitte. Lass mich einen Bahnübergang. Kriege ich hier auch schon einen hin? Nein. Da auch noch nicht. Da aber. So, und jetzt versuchen wir hier einen viergleisigen hinzubauen. Ja, es klappt. So. Gut. 7.29.000. So, und jetzt bitte das noch. Dann hätten wir nämlich auch das fertig. Und jetzt schließen wir hier dann mal noch die Straße an. In Wanza wird es etwas schwieriger, ein Busnetz zu errichten. Aber unmöglich wird es auch nicht. So. Gut. Dann geht die erste Linie nämlich nach Plattenhof und die andere Linie nach Wendehausen. Wanza ist somit fertiggestellt, also der Bahnhofsumbau. Ja. Komm, kaufen wir doch mal 5. Jetzt brauche ich nur noch 2 Wagen. So. Bitte einmal ins Depot. Okay, er muss jetzt hier warten, weil er hat hier im Prinzip keine andere Möglichkeit, als vorgelassen zu werden.
Wie viele Leute kann er jetzt mitnehmen? 56. Ha? Ha? Das könnte die Passagierzahlen nochmal gewaltig in die Höhe treiben. Das wäre durchaus vorstellbar. Gut. Das ist ja auch eine, naja, nicht lange Strecke, aber für das Spiel relativ langdauernde Fahrt. Ja. Dauert halt, ne? Gut. Einmal so. Neuzelle. Gut, das heißt, wir bauen als nächstes nach Schwalmstadt. Cool. So, dann richten wir hier doch schon mal den Bahnhof ein. So. Das dürfte dann der letzte Halt. Obwohl man könnte dann noch nach Braunigswald und Braunigswald danach. Ja, mal gucken. Ja, man hat ja hier noch Möglichkeiten offen. Nenne ich es mal. So. Gut. Das haben wir also. Dann bauen wir jetzt hier die Brücken noch zweigleisig. Und ja. Dann gehen wir hier erstmal weiter. Bisher steht hier ja noch nicht mal die Brücke. Gut. Cool. Blödes Spiel. Ernsthaft. Nicht mal eine Brücke gut berechnen. Naja. So, mal gucken. Könnte er das denn, könnte er die Brücke denn auf der anderen Seite berechnen? Auch nicht. Ach, ist das nicht schön. Ha. Versuchen wir das doch mal. Naja, das ist gerade ein bisschen. Immer wenn ich Probleme in Train Fever habe, werde ich irgendwie immer komischerweise still. Keine Ahnung, ich versuche mich dann auf eine Problemlösung zu konzentrieren. Ach mein Gott.
Was wäre denn, wenn wir, sagen wir mal, die Brücke hier hinbauen? Ja, auch hier kann er sie nicht berechnen. Na toll. Na toll. Na, dann haben wir hier zumindest schon mal wieder einen Fall für den Streckeningenieur. Gut. Gut. Dann hier bitte ein Signal hin. Und dort eins. So. Und jetzt ab nach... Lol, Twain Fever ist gerade übelst dunkel geworden. Vielleicht habt ihr das gerade gesehen. Also ich hab's gesehen. Ich hab mich gefragt, was das ist. Ich glaube, das ist aber irgendein Effekt oder so. Irgendetwas, das mit der Grafik zu tun hat, glaube ich. So, die Linie macht immer mehr Gewinn. War anscheinend eine gute Idee, mit den Zügen hier aufzurüsten. So. Gut. Ha. Gut. So. Gut, das haben wir. Ich bin gerade wieder still gewesen. Wir haben 1,67 Millionen. Das 1,55 mittlerweile nur noch. Aber das stört uns ja nicht daran, die Strecke wieder zu erweitern. Und zwar Linie 1 mal kurz pausieren. Entfernen. Und jetzt bitte halt die Stelle. Dann wieder über Neuzelle. Und dann wieder über Molau. Gut. Das heißt, wir brauchen jetzt mehr Linien. Verkaufen. Also, wir brauchen den Zug jetzt noch. Komm, diesmal machen wir das sogar mal etwas. Dann hat der nämlich eine schnellere Anfahrgeschwindigkeit. Jetzt brauche ich nochmal 50.000. Komm schon. Dann hat der nämlich eine bessere Zuggeschwindigkeit. Ach Mensch, lass doch einen Zug ankommen oder irgendein Fahrzeug. Einmal etwas mehr.
nicht mehr rechtzeitig. Aber da kommt schon ein Zug angefahren. Ja, eine Shannon. Ach, was will die denn hier? So, wir können uns noch einen kaufen. Und jetzt machen wir es nämlich einfach so. Ab mit dir auf die Linie 1. Und ja, eine Doppeltraktion Borsig. Einmal eine Doppeltraktion Borsig zum Mitnehmen, bitte. Die könnte jetzt eigentlich sogar rein theoretisch ins Depot. Dann können wir die Shannons nämlich vielleicht später mal für... Ach, das könnten wir gleich im Prinzip sogar wirklich machen. In Güter investieren. So. Die lassen wir jetzt erstmal ganz kurz noch da drin stehen. Währenddessen... Hier mal bitte schon. Ha. 320 Meter Bahnhöfe sind schon relativ lang. Aber komm, 240 werden auch reichen. Von dort einen einen zweigleisigen. Wobei ein eingleisiger. Dann noch hier hingeht. So. Da brauchen wir sogar nur ein einzelnes Gleis. Das reicht vollkommen für die Strecke aus. Ja, stellen Sie sicher, dass Wanzer Haltepunkt ans Straßennetz angeschlossen ist. Ja. Ich weiß. Tut mir leid. So. Huch. Okay. Very interesting. Wie viele Passagiere kann der mitnehmen? 56. Ja, da kommt die preußische G3. Und ich würde sagen, das ist doch dann echt der Zeitpunkt, um zu sagen. Warte, was kann denn, wie schnell fährt denn die Preuß 3? Auch nur 50. Das heißt, ich würde sagen, es ist Zeit zu sagen, einmal Doppeltraktion Borsig, bitte. So, das nehmen wir natürlich auch als Folgentitel und als Folgen-Screenshot. Aber wir wollen natürlich einen schönen Screenshot. Ja, guckt euch mal die Beschleunigung an. Das ist ja genial. Das heißt, wir können jetzt bald sagen, die geht wieder raus. Ja.
Die Loks sind schon echt. Ja. 18 warten dort. Ja, mei. So. Ja. Gut, jetzt warten wir noch eben darauf. Gut, das kriegen wir heute nicht mehr hin. Dafür kriegen wir gleich vielleicht hier was anderes hin. Beziehungsweise ich meinte, vielleicht kriegen wir es ja diesen Monat hin. Vielleicht kommt ja jetzt gleich ein sehr wichtiger Zug an. Ja, wir haben es diesen Monat hinbekommen. Aber die Linie macht jetzt momentan Schulden. Okay. Interessant. Wir könnten der letzten Shannon jetzt aber mal sagen, lebe wohl. Die hält ja schließlich nur den ganzen Verkehr auf. Die tuckert da ja so langsam her. Und wir brauchen für die Linie. Wir brauchen für die Linie mehr Fahrzeuge. So viel steht fest. Da kommt die Shannon angedampft. Ja. Die verschwindet jetzt bald vom Angesicht. Ach, sie haben uns schon treue Dienste geleistet, die Shannon. So, 120 auf allen Kurvenabschnitten dieser Weiche und jetzt kaufen wir zwei Shannon, eine Shannon. Und zwar brauchen wir die ja für die Güter. Vielleicht lohnen sich ja hier schon 4 Wagen. Und zwar hier werden wir mehr Gleise brauchen. Ha. So. 318. Ne, 3018. 180, wenn man richtig rechnen könnte, Herr Blaufuß. Aber oh. Das heißt, wir müssen das überqueren. Eins höher. Nein, wir gehen hier einfach nach unten. Einfach mal bitte so.
Und jetzt bitte wieder nach oben. Gut. 403.000 brauchen wir. Hä? Ja, wir geben momentan sau viel Geld für Strecken aus. Und ja. Da, wir haben das Geld zusammen. Alleine das kostet schon wieder. Gut. Ha. 972.000, bis wir das wieder, glaube ich, zusammen haben. Obwohl. Ah. Guck mal, haben wir das mit der Shannon jetzt verpasst. Dann bauen wir jetzt hier einfach ein Depotgleis dran. Und sobald der jetzt im Bahnhof ankommt und die Leute abgegeben hat, beziehungsweise die Leute ausgespuckt hat, wahrscheinlich werden gar nicht alle aussteigen wollen. Ins Depot schicken. Tut mir leid, liebe Fahrgäste. Aber dieser Zug fährt Richtung Schrottplatz. Verkaufen. Und dann das Gleis noch abreißen und fertig. So. Wie steht's mit der Doppeltraktion? Ja. Gut, sie macht jetzt auf jeden Fall schon mal mehr Geld. Wir haben zwar immer noch einen 9-Minuten-Takt, aber daran kann man ja arbeiten. So, wir haben 1,23 Millionen. Das reicht, um die Strecke fertig zu bauen. ...5.000 brauchen wir noch, 4.000. Das hat ja mal ganz genau gepasst. Einfach mal 20.600 brauchen wir jetzt normal. Und die haben wir. Und jetzt brauchen wir nochmal. Gut. Und jetzt nur noch gucken, wie viele es bis hier sind. Ja, sind dann nochmal so knappe 1,5 Millionen für die Kohlestrecke. Und dann haben wir ja noch nicht mal die Loks. Also da kommt nochmal. Kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge vom Let's Play Train Fever. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Wenn ja, lasst doch einfach mal ein Like da. Einen Kommentar finde ich auch immer ganz schön. Der wartet ab. Jetzt ist er rüber. Jetzt kann er weiterfahren. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich in die nächste Folge. Die seht ihr morgen, wie gewohnt, um 14 Uhr.
Bis dahin und bye bye.